Herzliches Willkommen und hallo zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone mit mir, dem Nature. Und ja, ich habe meinen Guide zu dem Deck, das wir spielen, ja bereits hochgeladen. Da könnt ihr reinschauen, wenn euch das Deck interessiert. Für die Anfänger, wie es gebaut ist, warum ich so gebaut habe und so weiter. Ansonsten geht es heute eben weiter mit diesem Deck in der Ladder. Wir sind weiter dran, Gold zu verdienen. Und jetzt machen wir ein kurzes Resümee, denn für mich ist die Season vorbei. Und wir schauen mal kurz rein. Wir haben es mit Rang 20 geschafft, haben dafür 5 Sterne bekommen und sind dementsprechend jetzt auf Rang 23 wieder gelandet. Und da versuchen wir uns gleich natürlich wieder weiter hochzuarbeiten. Ganz kurz noch rein, wir haben damit natürlich auch den neuen Kartenrücken bekommen. Ich persönlich finde ihn jetzt nicht so schick. Cupcake heißt das Ganze. Wie gesagt, ich finde ihn nicht so schön. Deswegen behalte ich den Ragnaros-Kartenrücken erstmal drin. Außerdem haben wir natürlich die ein oder andere neue Quest bekommen. Dominanz des Druiden oder Schurken, Dominanz des Magiers oder Schamanen. Und gefällt euch das? Die werden wir erstmal wahrscheinlich onscreen nicht erfüllen können. Darum werde ich mich offscreen kümmern. Schauen wir mal, was wir hier Neues kriegen. Paladin oder Krieger bringt jetzt auch nicht so viel weiter. Wie gesagt, das werde ich dann offscreen eher machen. Und dementsprechend werden wir uns jetzt onscreen erstmal mit dem Priester in die Ladder stürzen und mal schauen, wie sich das Deck so schlagen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt darauf. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was wir jetzt für einen Gegner bekommen und ob das Deck ein bisschen besser funktioniert als das letzte Hexer-Deck. Denn, ja, wie ich schon sagte, bei den letzten Aufnahmen habt ihr das ja mitbekommen, dass das nicht so gut lief, weil es einfach nicht aggressiv genug war, um diese und auch schon einfache Control-Decks zu überwinden. So, wir bekommen einen Schurken als Gegner. Und ich sehe gerade, dass ich wieder ein bisschen rumfehle bei der Aufnahme. Und ich mache deswegen mal... Wir wählen hier noch den Champion Sturmwind. Und ich mache deswegen einen ganz kurzen Aufnahmestopp. Und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat euch nicht zu schwer. Ich habe jetzt eine Runde gespielt, da habe ich einfach nur einmal abgegeben. Wir fangen mal an mit dem Ingenieurslehrling, um eben eine Karte zu ziehen. Es gibt ein Machtwort Schild. Können wir auf jeden Fall gleich mit unserem Schildmeister verwenden. Ich hoffe, dass das auch klappt. Ich verwende jetzt auch so ein bisschen andere Technik zum Aufnehmen. Vielleicht, ich hoffe, dass der Sound dadurch ein bisschen besser wird. Denn ich verwende nun Audacity, um den Ton aufzunehmen. Und ich hoffe, dass ich das dann gleich sauber geschnitten bekomme. Ansonsten nehme ich einfach noch ein Part auf. Das sollte auch nicht so schlimm sein, notfalls. So, hier haben wir auf jeden Fall was wir removen können direkt mal. Wir können sonst eh nichts großartig machen. Einen haben wir ja sowieso noch im Deck. Den heben wir uns lieber mal auf für den Schildmeister und geben dementsprechend erstmal nochmal ab. Wollen das Board erstmal clear halten, gerade bei einem Schurken, der da sehr viel mit Kombos arbeitet, die auch eben mal zum Beispiel mit dem Öl ein Vieh, was bereits auf dem Feld ist, stärken. Deswegen lassen wir das lieber mal und schauen, dass wir das Board clear halten. So, Auferstehung haben wir auch schon einmal auf der Hand. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, nächste Runde können wir auf jeden Fall schon mal den Schildmeister rausbringen. Schauen wir mal, was der gute Schurke erstmal tut. Erstmal nicht so viel. So viele Möglichkeiten. Ein Flusskrokolis bringt er raus. Okay. Das können wir jetzt erstmal noch nicht removen. Gucken, ob er noch seine Münze rausballert für zum Beispiel Waffen oder so. Nein, das tut er nicht. Dann fangen wir mal an mit dem Schildmeister und greifen einmal direkt an. Damit unser Ingenieurslehrling nicht als erstes stirbt, wäre das ganz schön. Mein Schild für Argus. Okay. So, ein Leben bleibt übrig.
Und da würde ich sagen, heilen wir ihn mal. Beziehungsweise nein, wir geben ihm erstmal Macht und Schild. Okay, gibt ihm Grizzly. Und heilen ihn dann. Greifen dann erst an. Und mit ihm wieder direkt. Und dann kriegt er jetzt auch mit ihm den erstmal nicht tot, ohne den Dolch verwenden zu müssen. Oder halt eben eine zweite Karte. Zum Beispiel diese. Aber das ist okay. Wie gesagt, wir haben ja noch die Auferstehung auf der Hand. Hoffen einfach nur, dass... Okay, er schlägt uns lieber ins Gesicht. Das ist sehr gut für uns. Denn dann können wir eben einmal Auferstehung wirken. Kriegen unseren Das Dingo wieder. Und können dazu sogar noch den Zweiten ausspielen. Und haben jetzt erstmal wieder zwei auf dem Feld, wo er erstmal wieder nicht dran vorbeikommt. So, jetzt können wir auch schon mal überlegen, wie es dann weitergeht. Nächste Runde wäre auf jeden Fall der Ogre schon mal nicht nett, nicht schlecht. Eventuell auch eine Klerikerin für ein Card Draw. Je nachdem, was bei uns so auf dem Feld bleibt. Okay. Er removed einen. Fehlt er für sein Board. Okay. Interessant. Was kommt jetzt noch? Also ein ziemliches Ansturmdeck. Aber das ist nicht weiter schlimm für uns jetzt gerade. Weil damit können wir eigentlich ziemlich gut umgehen. Ich würde sagen, wir ballern jetzt einmal die Ogre raus. Wenn ihr meint. Und ja, Klerikerin können wir eigentlich auch nehmen. Bevor es Mana wegkommt, ne? Nehmen wir das mal lieber mit. Ich gebe auf. Okay, das ging schnell. Das war wohl, da haben wir den aggressiven Charakter des Decks wohl ziemlich schnell ausgemerzt. Und damit haben wir unseren ersten Sieg für unserem Priester-Deck. Das läuft ja, würde ich sagen. So. Gefällt euch das? 8 Schaden, ja, noch nicht so viel. Und dann geht es direkt in die nächste Runde mit dem Priester. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Und mit wieder mit dem Wheel of Fortune suchen wir unseren Gegner mal. Upsala. Ich klecke hier gerade so ein bisschen rum. Ne, wenn man nichts kann, nicht mehr Getränke einschütten hier. So, okay, jetzt ist alles wieder trocken. Und wir haben direkt eine relativ schöne Hand. Die beiden tun wir erstmal weg. Das ist auf jeden Fall was. Das können wir direkt in Runde 1 ausspielen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Removal. Und hier, Alter, das ist eine richtig schöne Hand. Damit sollten wir auf jeden Fall durchhalten, bis der liebe Herr Priester, der liebe Herr Magier, bis wir in Runde 4 angekommen sind, so. Den Rabenhold-Assassinen. Okay, der ist jetzt nicht so toll. Aber wissen wir schon mal, dass sie den auf der Hand, dass er, sie oder er, den Rabenhold-Assassinen auf der Hand hat. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, dass wir das wissen. So, oh, und der zweite Schildmeister direkt. Oh, jetzt hätte ich mich heilen können. Das war ein bisschen blöd. Zu vorschnell abgegeben. Ein Geheimnis. Das könnte jetzt natürlich alles Mögliche sein. Und selbst wenn es Duplicate ist, können wir die nächste Runde removen. Hoffen wir nicht, dass es Duplicate ist. Nope. Dann könnte es zerstäuben oder Eisschild, Eisbarriere oder Eisblock sein. Oder natürlich Mirror Images oder wie das gerade blöd heißt. Oh, okay.
den müssten wir jetzt schnell wegkriegen. Maximal 3 Angriff trifft auf ihn jetzt natürlich nicht mehr zu. Duplizieren war's. Spielen wir nochmal einen, beziehungsweise gegen den Magier können wir auch einen Schlamm ausziehen, spielen und nochmal eine Karte ziehen. Hätten wir jetzt zuerst machen sollen. Champion von Sturm wird erst okay. Ich hoffe eigentlich auf den Removal für größere Kreaturen. Aber schauen wir mal. Vielleicht ziehen wir den jetzt gleich noch. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn wir den ziehen würden, hätten auf jeden Fall Removal für Kleinkram. Den würde ich eigentlich nicht gegen das Spiegelbild verballern. Die Flammenkanone trifft leider unseren Schlamm. Und das Spiegelbild nochmal. Okay. 2 Spiegelbilder. Da ist er. Den lassen wir jetzt trotzdem erstmal weg. Und nehmen lieber noch ein Dustingo. Oh, jetzt juckt mir die Nase so ohne. Erträglich. So, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Ich hoffe, man hat das nicht zu stark gehört. Ich mir gerade so ein bisschen genüsslich die Nase hochgezogen habe. So, der Herr, was machen Sie denn? Feuerolem. Okay, jetzt. Ping kann ja eigentlich nicht mehr kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war. Den removen wir jetzt auf jeden Fall mal mit Heiliger Pein. Ihn können wir auf jeden Fall heilen in der Zeit. Und dann machen wir mal das erste weg. Wir können auf jeden Fall gleich unseren. Den Rahmenhold Assassin mal ausspielen, dann haben wir ihn in der Hand. Okay. Ja, sie hat natürlich 4. Das sind die ich meinte, die unantastbar sind für diese beiden Zauber erstmal. Wir haben jetzt auch nichts, womit wir die verstärken können. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber er hält das ja glücklicherweise aus. Was soll ich nur tun? Müssen wir nur gucken, ob wir da nicht ein bisschen umdisponieren. Weil wir müssen ihn auf jeden Fall heilen, dass er einen Angriff von ihr aushält. So, was haben wir jetzt schon alles verloren? Das habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Ein Dustingo haben wir verloren. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Vielleicht bekommen wir den zweiten Dustingo. Den Schlamm, auch nicht schlecht. Der Schlamm ist in dieser Situation auch nicht schlecht. Vielleicht haben wir ja Glück und sie bufft die Muku hier noch. Nee, es kommt das Schieb. Okay. Und da kann eine Explosion. Wird wahrscheinlich noch der Ping kommen hier rauf. Jo. Alles klar. So, Klerikerin von Nordhain, die hilft uns jetzt erstmal nicht so sehr viel weiter. Wir spielen mal den Ogre, heilen uns. Und gucken mal, wie das jetzt, was jetzt so kommt. Die müssen wir auf jeden Fall wegkriegen, das ist ein bisschen. Die ist ein bisschen ätzend. Feuerball, okay. Und Arkane Intelligenz, die hätte ich gern gezogen mit. Aber ich fürchte, die hatte sie damals da noch nicht auf der Hand zu dem Zeitpunkt. Auferstehung. Ich würde sagen, wir spielen trotzdem lieber Champion von Sturmwind. Und jetzt ist die Frage, ob ich
ob ich mich heile oder ihn heile. Ich würde aber sagen, wir heilen ihn. Das war's. Damit mindestens noch ein Ping gebraucht wird, um ihn zu beseitigen. Oder halt eben noch eine andere Karte. Und dann können wir ja gleich mit Auferstehung wieder gucken, was wir so kriegen. Selbst wenn er entfernt wird. Vielleicht haben wir ja Glück. Der Ogre kommt zurück. Für 2 Mana wäre auf jeden Fall ganz nett. Oder auch eben ein Lasdingo. Okay, weder noch. Der wird auf jeden Fall ein Fressen von unserem Schattenwort Schmerz. Okay, ein Spotter. Ist auf jeden Fall jetzt schon mal Gegenzauber. Okay, das ist nicht so schlimm. Das haben wir 2-mal. Und dann bringen wir noch einen Grizzly. Dann können wir noch die Klerikerin bringen. Und hier noch einmal heilen. Das war's. Heilige Nova, das ist doch mal schön. Die behalten wir uns auf jeden Fall mal für die nächste Runde. Das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Ach, Auferstehung haben wir noch gar nicht genutzt. Ich habe mich gerade gefragt, was hat uns aus Auferstehung nochmal gebracht. Ich hatte ja aber bisher noch gar nichts. Rabenhold Assassine, okay. So, jetzt kommt auf jeden Fall. Sofort. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Mirror Image weg. Für den Fall, dass es wieder ein Duplicate ist, das ist es nicht. Dann entfernen wir einmal hier. Und dann schauen wir mal an, was uns das so bringt. Oh, ein Schlamm. Na? Ja, doch den Ogre erstmal. Lass es uns zerstäuben. Oder? Eisbarriere, okay. So, und jetzt bleibt uns erstmal nichts, nur zu hoffen, dass er keinen Pyro auf der Hand hat. Wenn doch, dann hat sich das. Wenn nicht, dann sieht es für ihn eher schlecht aus. Okay. Das bedeutet wohl eher kein Pyro. Mhm. Oh. Das bedeutet, wir haben gewonnen, liebe Leute, weil, was viele nicht wissen, Manu Domus hört sich eben erstmal ziemlich cool an mit seinem Todesröcheln, dass der Champion durch Ragnaros ersetzt wird, aber Ragnaros hat eben auch nur 8 Leben. So, und 8 Leben hauen wir halt eben jetzt gerade mal eben weg. So. Da hätte er sich den Exekutus auf jeden Fall aufheben müssen, weil ein paar Runden hätte er auf jeden Fall noch überlebt. Und so hat er wirklich seinen Tod sofort herbeigeführt. Aber gut, können wir mir jetzt auch nicht vorschreiben. Wir sind wieder bei 2 Duellen, mit 2 Duellen durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein, dann wieder wie gehabt, Däumchen nach oben und ein Abo da lassen. Wenn nein, schreibt mir doch in die Kommentare, warum nicht. Und dann versuche ich es besser zu machen. Ja, und dann bleibt mir ansonsten nicht zu sagen, schönen Tag euch noch und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Hearthstone mit mir, dem Nate.